Die Erfurter Straßenbahn ist mit 45,2 Kilometern Streckenlänge das größte Straßenbahnnetz in Thüringen. Da 72% des Netzes auf eigenem individualverkehrsunabhängigem Gleiskörper verkehren, bezeichnet der Betreiber EFAG das Netz als Stadtbahn. In diesem dritten Teil der Dokumentation möchte ich euch den Streckenverlauf aller gen Westen und Süden verlaufenden Strecken vorstellen. Das beinhaltet konkret die Strecken Anger-Bindersleben, Domplatz-Messe, Hauptbahnhof Steigerstraße, Café Trichter-Thüringen-Halle, Hauptbahnhof Urbicher Kreuz und Abzeug-Wiesenhügel. Die anderen Strecken gen Norden und Osten wurden im zweiten Teil genauer präsentiert. Mehr Infos zum Netz allgemein, also zur Geschichte, dem Taktkonzept, den Fahrzeugen und viele mehr, erhaltet ihr im ersten Teil. Alle Teile sind in der Videobeschreibung verlinkt. Und damit nun auf geht's zu Teil 3. Wir starten unsere Reise diesmal am Anger, den wir aus dem letzten Video ja bereits kennen. Noch nicht angeschaut haben wir uns jedoch die von hier in Richtung Westen verlaufende Strecke, die von der Linie 4 befahren wird. In eine solche steigen wir jetzt auch ohne weitere Vorrede ein und starten unsere Fahrt. Wie hier jetzt gut zu sehen, ist die Vorfahrt am Anger so geregelt, dass Bahnen auf der Nord-Süd-Achse grundsätzlich Vorfahrt vor jenen auf der West-Ost-Achse haben. Da eine entsprechende Kurve am Anger fehlt, befinden wir uns von nun an auf der einzigen vom Hauptbahnhof aus unerreichbaren Strecke. Im Übrigen befinden wir uns auch weiterhin noch auf dem Anger, der nicht nur den großen Platz beim Straßenbahnkreuz umfasst, sondern auch ein gutes Stück in Richtung Westen reicht. Kurz vor dem Angerbrunnen teilt sich unsere Strecke jetzt in zwei getrennt verlaufende Richtungsgleise auf. Auf unsere Strecke erreichen wir daraufhin auch die Station Angerbrunnen. Es geht vorbei an der St. Wigbert Kirche und der Thüringer Staatskanzlei. Daraufhin passieren wir den Hirschgarten. Der Platz ist seit 2008 wieder als Grünanlage hergerichtet. Zuvor war er nach dem gestoppten Bauvorhaben eines Hauses der Kultur aus DDR-Tagen seit Mitte der 90er Jahre eine Baugrube gewesen. Heute ist der Hirschgarten wieder sehr grün und wurde im vergangenen Jahr in Vorbereitung auf die Bundesgartenschau noch einmal aufgewertet. Auf der anderen Seite in der parallelen Neuwerkstraße verkehren die Straßenbahnen in der Gegenrichtung, die eine Haltestelle namens Hirschgarten anfahren. Wir halten als nächstes wieder an der Langen Brücke, benannt nach einer Brücke über die Gera, die sich zwischen uns und dem Domplatz befindet. In etwa auf Höhe der Station kreuzt bis in die 1930er Jahre die Direktverbindung Domplatz-Café Trichter unsere Strecke, bevor die Strecke Domplatz-Hauptbahnhof zur zentralen Stammstrecke wurde. Außerdem befindet sich unweit der Station eine nur von stadtauswärts kommend nutzbare Wendeschleife, die es ermöglicht, bei Störungen am oder um den Anger Bahnen hier beginnen bzw. enden zu lassen. Wir
verkehren nach wie vor durch die Regierungsstraße, die sich im Folgenden um einige Biegungen schlängelt. Die Strecke der Gegenrichtung ist ein Stück weiter, dafür jedoch etwas schneller befahrbar und besitzt einen Halt am Karl-Marx-Platz. Nach etwa einem Kilometer seit dem Anger treffen beide Strecken wieder zusammen, wobei auch eine Verbindungskurve eingebaut wurde, die die Nutzung beider Strecken als Wendeschleife ermöglicht. Wir erreichen die Station Brühler Garten, die direkt am südlichen Ende besagter Grünanlage liegt. Außerdem ist die alte Oper von hier aus fußläufig erreichbar. Die Station befindet sich im Übrigen direkt auf einer Brücke über die Gera. Wir verlassen jetzt die Altstadt und befinden uns in der Brühler Vorstadt. Es geht über die 1978 neu gebaute Direktverbindung zum Gothaer Platz. Unsere nächste Station ist an der Gorkistraße, direkt neben der Thüringer Aufbaubank gelegen. Nach anderthalb Kilometern seit dem Anger treffen wir mit der Strecke vom Domplatz, auf der die Linie 2 unterwegs ist, zusammen, die wir im weiteren Verlauf dieses Videos noch behandeln wollen. Beide Linien halten dann gemeinsam an der Station Sparkassenfinanzzentrum. Nach zwei Kurven folgt noch die Station Gothaer Platz, die einerseits neben dem Thüringer Gartenbaumuseum und dem Südeingang des Egerparks liegt, in erster Linie aber durch eine der wichtigsten Kreuzungen Erfurts dominiert wird. Immerhin münden hier Stadtring und Juri-Gagarin-Ring gemeinsam in die umgangssprachlich als Stadtautobahn bezeichnete Schnellstraße in den Erfurter Norden. Auch für die Straßenbahn ist der Gothaer Platz nicht unbedeutend. Schließlich trennen sich hier die Linien 2 und 4 wieder voneinander, weil wir weiterhin der Linie 4 folgen wollen. Bis 1980 verlief die von hier aus folgende Strecke durch die Heinrichstraße, musste dann aber dem Bau der angesprochenen Stadtautobahn weichen und macht seitdem einen kleinen Abstecher durch die Rudolfstraße und das sogenannte Königsviertel, das seinen Namen der einst benachbarten preußisch-königlichen Gewehrfabrik zu verdanken hat. Wir halten an der Station Justizzentrum, die sich am Südende eines Komplexes mehrerer juristisch bedeutender Gebäude befindet. Nächste Haltestelle, Bundesarbeitsgericht. Im Folgenden geht es am Thüringer Amtsgericht hier links zu sehen vorbei. Gefolgt vom hier durch die Bäume nur schwer erkennbaren Bundesarbeitsgerichts. Sowie einer Wendeschleife, die im Regelbetrieb nicht verwendet wird. Daraufhin erreichen wir dann auch die Station Bundesarbeitsgericht.
Hinter der Station überqueren wir das sogenannte Binderslebener Knie, eine Kreuzung aus Stadtautobahn und Bundeslebener Landstraße, und befinden uns danach nördlich der Binderslebener Landstraße mit Kurs gen Westen. Außerdem wird der bis hierhin schon stetig ansteigende Streckenverlauf nun noch steiler und die Bebauung langsam aber sicher dünner. Und so erreichen wir nun die Station Gamstädter Weg. Es geht jetzt unmittelbar am ehemaligen Westbahnhof der stillgelegten Bahnstrecke Erfurt-Nottleben vorbei, die wir kurz vor der nächsten Station auch überqueren. Wir halten am Nibelungenweg, im Übrigen bereits 50 Höhenmeter über der Innenstadt. Als nächstes halten wir an der Station Walter Gropius Schulen, bis letztes Jahr Berufsschulen, die nur stadtauswärts bedient wird. Kurz dahinter geht es für alle am Hauptfriedhof endenden Bahnen weiter geradeaus, für die weitergehenden Binderslebener Verkehrenden nach links auf die andere Straßenseite. Weniger als 100 Meter später folgt dann auch schon die Station Hauptfriedhof, einerseits als Ausstiegshaltestelle für die hier endenden Bahnen auf der einen Straßenseite, andererseits als Haltestelle beider Richtungen für alle weiterfahrenden Bahnen auf der anderen Straßenseite. Nach Vollbringung ihrer Wendezeit verkehren die hier endenden Bahnen dann von der Einstiegshaltestelle weiter durch die Wendeschleife. Um an der normalen Haltestelle gegen Innenstadt als Einstiegshaltestelle Fahrgäste einzuladen. Da wir natürlich weiter bis Binderslebener fahren wollen, verweilen wir hier nicht, sondern fahren direkt weiter, immer am Nordrand des Hauptfriedhofs entlang. Um mal wieder einen Überblick zu geben, seit dem Anger haben wir etwa 4 Kilometer zurückgelegt und dafür 13 Minuten benötigt. Unsere nächste Station folgt erst nach knapp 700 Metern und trägt den Namen Am Kreuzchen. Sie ist die letzte Station in der Brühler Vorstadt und damit auch die letzte im Erfurter Stadtgebiet. Der folgende Stadtteil Binderslebener ist deutlich dörflicher geprägt und wurde 1950 nach Erfurt eingemeindet. Nach 750 Metern halten wir am Folkenroder Weg in gewerblich geprägtem Gebiet. Die nächste Station liegt zwar ebenfalls in hauptsächlich gewerblicher Umgebung, jedoch auch in fußläufiger Entfernung zu einem Anfang der 2000er Jahre entstandenen Neubaugebiet etwas südlich der Station. Sie trägt den Namen Orionstraße. Wir wechseln jetzt die Straßenseite
und werden im Folgenden die 750 Meter Luftlinie bis zur Endhaltestelle in 1400 Meter zurücklegen, da wir erst eine Schleife über den Flughafen und anschließend eine über den Büropark machen und damit eine Art S-Kurve beschreiben. Zuerst erreichen wir die Haltestelle Flughafen, die direkt vor dem Eingang des Regionalflughafens Erfurt-Weimar liegt. Der seinen Passagierbetrieb nach Einstellung 1980 ab 1990 wieder aufnahm und bis 2004 umfassend saniert wurde. Im Jahr 2019 konnten hier 156.000 Passagiere und knapp 10.000 Flugbewegungen gezählt werden. Das ist etwa ein 20stel der Leistung, die im selben Zeitraum in Leipzig-Halle erbracht werden konnte. Optisch auffällig ist hier in erster Linie die neben dem Eingangsgebäude zur Schau gestellte Interflugmaschine. Außerdem starten hier die Buslinien 91 nach Ermstedt und 92 nach Hüttelstedt sowie die Regionalbuslinien 891 und 894 gen Gotha. Für uns geht es direkt weiter, jedoch nicht ohne noch kurz zu erwähnen, dass Erfurt zusammen mit Bremen die einzige Stadt ist, deren Flughafen eine Straßenbahnanbindung hat. Außerdem ist die Haltestelle Flughafen mit 315 Metern über dem Meeresspiegel die höchste im Netz. Nachdem wir wie angekündigt wieder ein Stück zurückgefahren sind, nähern wir uns der Station Büropark Erfurt, ein in den 90er Jahren entstandener Büropark. Nach insgesamt 7,5 Kilometern und 22 Minuten, was mit Abstand der längsten Strecke im Netz entspricht, nähern wir uns der Endstation Bindersleben, die sich am südwestlichen Rand des 1400 Einwohner starken Ortsteils befindet und gleichzeitig den westlichsten Punkt des Straßenbahnnetzes darstellt. Hier befindet sich eine kombinierte Ein- und Ausstiegshaltestelle mit zwei Gleisen, in denen die Bahnen ihre Wendezeit verbringen. Während die hier zu sehende Bahn jetzt als Linie 4 wieder zurück in Innenstadt fährt, soll es auch für uns stadteinwärts gehen, allerdings über den anderen Westast des Netzes. Wir springen daher ein Stück nach Südosten zur Station P&R Platz Messe, dem Startpunkt der Linie 2. Wie in Bindersleben gibt es auch hier zwei Gleise an einer kombinierten Ein- und Ausstiegshaltestelle. Außerdem besteht hier Anschluss an die Buslinie 80 über Schmira nach Frienstedt. Wir starten nun unsere Fahrt gen Innenstadt. Auch der Endpunkt für den Erplatz Messe liegt im Übrigen mit 279 Metern ein gutes Stück über der Innenstadt, jedoch deutlich niedriger als Bindersleben. Dennoch wird es von nun an stetig bergab gehen. In Bezug auf die Stadtviertel verläuft die Strecke zunächst auf der Grenze zwischen Schmira und Hochheim, ab der Messe zwischen Brüdervorstadt und Hochheim. Einem direkten Viertel lässt es sich allerdings nur schwer zuordnen, nicht zuletzt, da es hier nur sehr wenige Wohnhäuser befinden. Unsere erste Station erfolgt an der Messe. Es handelt sich um eine der drei dreigleisigen Stationen im Netz,
um hierbei Veranstaltungen Sonderbahnen in einem separaten Gleis beginnen lassen zu können. Sie liegt direkt an der Erfurter Messe, die nach der Leipziger Messe die zweitgrößte Messe der neuen Bundesländer darstellt. Da direkt vor der Messe wenig Platz für eine Wendeschleife war und auch der daneben liegende Parkplatz eine Straßenbahnanbindung bekommen sollte, entstand bei Eröffnung der Strecke 2001 das für Außenstehende auf den ersten Blick etwas verwirrende Ensemble aus den Stationen Messe und P&R-Platzmesse. Es folgt jetzt die Station MDR Kinderkanal, die wie eben gehört als einzige Station im Netz nicht von der regulären Ansagenstimme durchgesagt wird. Sie liegt direkt gegenüber des MDR Landesstudio Thüringens sowie denen des hier 1997 an den Start gegangenen Kindersenders Kika. Dass hieraus resultierend einige Kika-Figuren im Erfurter Stadtbild verteilt wurden, habt ihr zwar im vorherigen Teil bereits sehen können, sei hier aber der Vollständigkeit halber noch einmal erwähnt. Nächste Haltestelle, Egerpark. Es bleibt interessant, denn nach Messe und MDR halten wir nun am Erfurter Egerpark, einer 36 Hektar großen Gartenbauausstellung, die aktuell Hauptaustragungsort der Erfurter Bundesgartenschau ist. Seit 1885 wurde hier auf dem sogenannten Syriaxberg eine Parkanlage errichtet, auf der 1950 erstmals eine Gartenbauausstellung stattfand. Ab 1961 wurde hier die internationale Gartenausstellung kurz IGA abgehalten, wofür der Park den Namen IGA-Park und einen Straßenbahnanschluss bekam. Nach der Wende endete diese Tradition und der Park wurde in Erfurter Gartenausstellung EGA-Park umbenannt. Im Jahr 2021 nun findet hier die Bundesgartenschau statt. Im Übrigen sind MDR Kinderkanal und Egerpark die einzigen beiden Stationen im Netz, die offiziell mit einem Kleinbuchstaben beginnen. Es geht weiter bergab gegen Innenstadt über den mit 1,3 Kilometer längsten Stationsabstand im Netz. Wir treffen kurz vor der Station Gotha Platz nach etwa 2,5 Kilometern Fahrweg wieder auf die Linie 4 aus Bindersleben, die wir inzwischen ja bereits kennen. Wie wir aber ebenfalls bereits wissen, trennen sich die Wege der Linien 2 und 4 bereits eine Station später wieder, denn hinter dem Sparkassenfinanzzentrum geht es für uns jetzt nach links weiter durch das sogenannte Brühl, ebenfalls ein Viertel der Altstadt. Die von uns befahrene Strecke wurde zwar bereits 1899 eröffnet, 1978 jedoch mit der Öffnung der Strecke über den Brühler Garten wieder stillgelegt. Das Ensemble aus beiden Strecken besteht erst seit der Wiedereröffnung unserer Strecke im Jahr 2001. Die einzige Station hier trägt den Namen Theater.
Sie befinden sich neben dem Erfurter Theater und dem dazugehörigen Theaterplatz. Ebenso wie am Südhang des Petersbergs und am nördlichen Tor zum Brühler Garten. Nächste Haltestelle, Domplatz Süd. Fußweg zur Burger Ausstellungsfläche Petersberg. Es geht jetzt unmittelbar unterhalb des Doms entlang. Anschließend erreichen wir den Domplatz, jetzt an der Station Domplatz Süd. Auch hierüber sind wir bereits bestens informiert. Da der Domplatz, wie auch die folgende Strecke über den Fischmarkt und den Anger zum Hauptbahnhof, im vorherigen Video bereits vorgestellt wurde. Daher möchten wir diese jetzt nicht weiter betrachten und springen weiter zum Hauptbahnhof, von wo aus wir uns die Strecken in der Südstadt noch anschauen wollen. Hinter dem Hauptbahnhof teilen sich die 5 Straßenbahnen und 3 Buslinien auf. Für die Straßenbahnlinien 2 und 3, sowie für alle Buslinien, geht es links herum, also hier im Bild nach rechts. Für die Straßenbahnlinien 1, 5 und 6 geht es rechts herum. Und die Schillerstraße entlang. Wir befinden uns in der Löbervorstadt. Wir passieren das Gleis aus der Wendeschleife der Linie 5 kommend. Anschließend folgt das Gleis in die Wendeschleife der Linie 5. Diese ist als Blockumfahrung angelegt, in der sich die Haltestelle Löberwallgraben befindet, die als Einstiegshaltestelle genutzt werden darf. Aber weiter mit den Linien 1 und 6. Nach gut 600 Metern seit dem Hauptbahnhof halten wir an der Haltestelle Kaffeetrichter, die unter dem Namen, den sie mit der hier gelegenen Kreuzung teilt, einem einst hier anliegenden Kaffee des Herrn Trichters zu verdanken hat. Neben unseren beiden Straßenbahnlinien hält hier die Buslinie 61 nach Egstedt. Direkt hinter der Station trennen sich die Linien 1 und 6 voneinander, weil wir geradeaus der Linie 6 folgen wollen. Nach der Vorbeifahrt an der Thomaskirche nähern wir uns der Station Puschkinstraße. Anschließend unterqueren wir die insgesamt 5 Gleise der Bahnstrecken gen Eisenach, Suhl und Nürnberg, womit wir in die von den Westlinien bereits bekannte Brühlervorstadt wechseln. Die Wendeschleife der Linie 6 ist seit 1964 als großräumige Blockumfahrung angelegt, in die wir nun bereits einfahren. In ihr befinden sich 3 Stationen. Die erste erreichen wir nun an der Hochheimer Straße.
Anschließend geht es um eine Linkskurve. Nach 1,8 Kilometern und 6 Minuten seit dem Hauptbahnhof erreichen wir die zweite der drei Stationen in der Schleife, die den Namen Steigerstraße trägt und den offiziellen Endpunkt der Strecke markiert. Sie liegt in der Nähe der Erfurter Jugendherberge. In der Regel legen die Bahnen hier nur einen kurzen Stopp von etwa einer Minute ein. Lediglich im 30-Minuten-Takt sowie vereinzelt in den Übergangsphasen legt sie hier längere Aufenthalte ein. Anschließend geht es weiter zurück in die Innenstadt und zur dritten Station in der Schleife. Nächste Haltestelle, Milchinselstraße. Diese trägt den Namen Milchinselstraße. Dort aus geht es wieder über die Puschkinstraße zum Kaffeetrichter, von dem aus wir uns noch den Verlauf der Linie 1 zur Thüringenhalle anschauen wollen. Wie die Strecke zur Steigerstraße ist auch diese verhältnismäßig kurz. Das liegt vor allem daran, dass Erfurt aufgrund des angrenzenden Steigerwalds unmittelbar südlich der Innenstadt keine große Ausdehnung mehr besitzen kann. Da wir hier direkt auf den Steigerwald zufahren, geht es auch wieder bergauf. Unsere erste Station trägt den Namen Landtag Stadion Nord. Sie liegt direkt neben dem Thüringer Landtag, der vor allem Anfang des Jahres 2020 im Rahmen der sogenannten Thüringen-Krise bundesweit für Aufsehen gesorgt hatte. Ebenfalls in Reichweite der Station liegt der Nordeingang des Steigerwaldstadions, der Heimstätte des FC Rot-Weiß Erfurt sowie das Erfurter Eissportzentrum, ebenso wie der Sitz der IHK Erfurt. Außerdem legen hier auch die Buslinien 60, 61 und 350 einen Halt ein. Unser nächster und auch schon wieder vorletzter Halt erfolgt wenig später an der Humboldtstraße. Nur wenig später nähern wir uns der Endhaltestelle Thüringenhalle, wobei wir zunächst eine Ausstiegshaltestelle passieren bevor nach Befahren der Wendeschleife die zweigleisige Einstiegshaltestelle erreicht wird. Die Haltestelle findet sich am Südrand der Löbervorstadt zu Fußen des Steigerwalds, direkt neben der Thüringenhalle, einer Veranstaltungshalle, die bis zur Eröffnung der Messe die größte Halle der Stadt darstellte und bis heute für verschiedene Events genutzt werden kann. Außerdem findet sich hier der Südeingang des schon angesprochenen Steigerwaldstadions. Nach diesen beiden kurzen Streckenabschnitten springen wir zurück zum Hauptbahnhof, um uns noch die um ein Vielfaches längere Strecke zum Urbicher Kreuz samt Abzweig zum Wiesenhügel anzuschauen.
Sie führt uns durch das in den 80er Jahren entstandene DDR-Neubaugebiet Erfurt Südost, zunächst aber durch Daberstedt. Unterwegs sind hier die Straßenbahnlinien 2 und 3. Nach der Abzweigung am Hauptbahnhof biegen wir direkt wieder nach rechts ab auf die heute nur noch Straßenbahn und Radfahrern vorbehaltene Windhorststraße. Parallel zum Stadtpark fahrend gewinnen wir an Höhe. Unsere erste Station trägt den Namen Robert-Koch-Straße. Den nächsten Halt erreichen wir an der Tschaikowski-Straße, von der aus die Roland-Mattes-Schwimmhalle sowie die Leichtathletikhalle erreichbar sind. Links von uns befindet sich jetzt der sogenannte Südpark. Wir biegen links ab und erreichen die Station Stadion Ost. Durch den angesprochenen Südpark gelangt man von hier aus zum Osteingang des Steigerwaldstadions. Hier befindet sich zudem eine Wendeschleife, in der zu Fußballspielen verkehrende Bahnen wenden können. Selbige Wendeschleife lässt sich aber auch von Stadt auswärts kommen nutzen, so können Bahnen bei Störungen in der Innenstadt immerhin bis hier verkehren. Im Folgenden nehmen wir jetzt unseren auf der Strecke dominierenden Kurs gen Südosten auf. Den letzten Halt im Stadtteil Daberstedt legen wir an der Haltestelle am Schwemmbach ein. Anschließend geht es in die Mitte der Kranichfelder Straße und aus Daberstedt hinaus. Wir befinden uns nun in Melchendorf. Melchendorf war bis etwa 1980 ein vor den Toren Erfurts gelegenes Dorf. Mit Errichtung des Großwohnbaugebiets Erfurt Südost entstanden rund um das einstige Dorf etliche Plattenbauviertel, von denen manche offiziell Teil Melchendorfs blieben, manche, genauer gesagt Herrenberg und Wiesenhügel, aber auch zu eigenen Stadtteilen erklärt wurden, obwohl insbesondere Wiesenhügel mitten in Melchendorf liegt. Um es kurz zusammenzufassen, der Stadtteil Herrenberg zieht sich auf kompletter Länge über den sogenannten Herrenberg, eine kleine Erhebung zwischen dem Teil des Schwemmbachs und dem des Linderbachs. Wiesenhügel beschreibt nur die Wohnblöcke um den Wiesenhügel und ist bis auf eine kleine Flanke zu Herrenberg komplett von Melchendorf umschlossen. Melchendorf selbst unterteilt sich in die Viertel Melchendorf-Dorf, der als einziger bereits seit grauen Vorzeiten besteht, sowie Melchendorf-West, Drosselberg und Buchenberg. All diese werden wir uns gleich aus nächster Nähe ansehen. Zunächst sind wir in Melchendorf West und legen den Halt Sozialversicherungszentrum ein. Kurz hinter der Station befindet sich eine Wendeschleife, in der vor der Verlängerung der Strecke die Straßenbahnen wendeten. Die nächste Station trägt den Namen Blücherstraße und liegt am Ostrand von Melchendorf West sowie in fußläufiger Entfernung etlicher Herrenberger Blöcke. Ab hier folgt die Buslinie 65, auch als Herrenbergbus bezeichnet, unserem Streckenverlauf.
Als nächstes erreichen wir etwa 3,5 Kilometer vom Hauptbahnhof entfernt die Station Abzweig Wiesenhügel. Sie liegt offiziell bereits in Wiesenhügel, wird allerdings vor allem von Herrenbergern genutzt, da sie dem Zentrum dieses Stadtteils am nächsten liegt. Die Station liegt aufgrund der im Anschluss folgenden kreuzungsfreien Unterquerung einer großen Kreuzung tiefer gelegt und vermittelt am stärksten den seitens der EFAG gepriesenen Stadtbahncharakter. Mit Verlassen der Station erfahren wir dann auch den Ursprung ihres Namens, denn es erfolgt der Abzweig der Strecke zum Wiesenhügel, aktuell von der Linie 2 befahren. Dieser ist als Dreieck angelegt, weil die Verbindung Wiesenhügel-Obischer Kreuz von Bahn, vom und zum Depot ebenso wie von der Linie N3 genutzt wird. Zum Wiesenhügel geht es jetzt wieder zurück nach Westen und sehr steil bergauf. Der erste der beiden Halte im Wiesenhügel trägt den Namen Färberweitweg. Anschließend nähern wir uns nach gut 4,5 Kilometern und 13 Minuten seit dem Hauptbahnhof der Endhaltestelle Wiesenhügel, an der wir zunächst einen Halt an der Ausstiegshaltestelle einlegen. Von hier aus besteht die Möglichkeit, mit der Buslinie 65 noch ein gutes Stück weiter in die hintersten Winkel des Stadtteils zu fahren. Für die Straßenbahnen geht es weiter zur Einstiegshaltestelle. Auffällig ist die Einlassung der gesamten Wendeschleife in den Berghang, um die Wendeschleife selbst eben zu halten. Zurück zum Abzweigwiesenhügel, an dem es für uns weiter gen Urbicher Kreuz gehen soll. Während die Strecke bis hier einen sehr geraden und zielstrebigen Verlauf aufweisen konnte, wird sie nun einige Schlenker vollziehen, in erster Linie um die verschiedenen Gebiete Melchendorfs alle anzubinden. Wir befinden uns jetzt in Melchendorf-Dorf und legen einen Halt an der Haltestelle Melchendorf ein. Auch hier befindet sich eine Wendeschleife, die planmäßig keine Verwendung mehr besitzt. Nur gut 200 Meter später halten wir schon wieder, diesmal an der Station Melchendorfer Markt, einem Einkaufszentrum etwa an der Grenze zwischen Melchendorf-Dorf und dem Neubaugebiet Drosselberg. Für uns geht es infolgedessen jetzt noch einmal etwas steiler bergauf, um die Station Drosselberg im Herzen des gleichnamigen DDR-Neubaugebiets zu erreichen.
Anschließend geht es wieder bergab und wir überqueren kreuzungsfrei das Schöntal mit der Zuführungsstraße zum Drosselberg. Anschließend folgt die Station Katholisches Krankenhaus, die sich, wie der Name schon sagt, in Nachbarschaft des katholischen Krankenhauses befindet, aber auch am Nordrand des DDR-Neubaugebiets Buchenberg. Sie ist außerdem die südlichste Station des Netzes. Nächste Haltestelle, Windscholzhausen X-Treff. Anschließend verlassen wir offiziell Melchendorf und verkehren zwischen den südlichsten Ausläufern Herrenbergs und dem 1994 nach Erfurt eingemeindeten Dorf Windischholzhausen. Die passende Station hierfür erreichen wir daraufhin unter dem Namen Windischholzhausen X-Fab. X-Fab ist eine in der Halbleiterherstellung tätiges Unternehmen, das sich ebenso wie andere in dieser oder ähnlichen Branchen tätige Unternehmen im Gewerbegebiet Erfurt Südost niedergelassen haben. Zu Windischholzhausen ist bereits das meiste gesagt. Tiefer in das an Erfurt herangewachsene Dorf gelangt man von hier aus mit der Buslinie 58 in Richtung Märchensiedlung. Nächste Haltestelle, Urbicher Kreuz. Bushaltestelle in Richtung Niedernissa, Urbich und Büßleben. Wir nähern uns bereits wieder dem Ende, denn nach 6 Kilometern und 18 Minuten seit Erfurt Hauptbahnhof erreichen wir die Endhaltestelle der Linie 3, Urbicher Kreuz. Zunächst trug diese den Namen Windischholzhausen. Da sie aber ein gutes Stück von diesem Dorf entfernt liegt und sich de facto genau zwischen Windischholzhausen, Niedernissa und Urbich an einer bedeutenden Straßenkreuzung befindet, verlieh man ihr den Namen Urbicher Kreuz. In der Wendeschleife befinden sich etliche Busabfahrtsplätze. Für die hier startenden Buslinien 51 über Niedernissa, Urbich, Büßleben und Linderbach gen Erfurt Hauptbahnhof, zu dem Anschluss weitergehen Möbelsburg oder Molsdorf, 60 über Roda, Niedernissa, Urbich und Dittelstedt gen Erfurt Hauptbahnhof und anschließend nach Möbelsburg, sowie die Linie 58 über Windischholzhausen in die Märchensiedlung. Außerdem macht hier die Regionalbuslinie 235 Station. Nach einem kurzen Stopp an der Ausstiegshaltestelle verkehren die Bahnen weiter zur Einstiegshaltestelle, die genau wie Messe und Ried eine der beiden dreigleisigen Stationen im Netz darstellt. Die regulären Bahnen der Linie 3 nutzen immer das dritte aus der Wendeschleife kommende Gleis. Die beiden anderen Gleise dienen Zügen von und zum 1988 in Betrieb gegangenen Depot am Urbicher Kreuz, das sich an die Station anschließt. Unsere Bahn macht sich jetzt wieder auf den Rückweg gen Europaplatz und für uns endet nun an dieser Stelle leider auch der dritte und letzte Teil dieser Videoreihe. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis bald.